30 Grad, das heißt, bei jedem Menschen sind irgendwo die Poren sowieso leicht geöffnet. Und wenn ihr jetzt die einzelnen Soßen herstellen müsstet, würdet ihr merken, wie selbst diese Poren diese Dämpfe aufnehmen. Also ich habe ohne die Sachen in den Mund zu nehmen, schon wirklich damit zu dämpfen, die hergestellt. Ja, aber Heinz, jetzt könnte man meinen, man kann das Ganze mit Wasser oder Bier löschen. Aber das geht nicht. Macht euch keine Hoffnung, Wasser würde genau das Gegenteil bezwecken. Wasser sorgt dafür, dass die Schärfe bei den Teilnehmern binnen Sekunden in die Blutadern geht. Und naja, sie würde doch vorgezeigt ganz schnell abpacken dabei. Ja? Ich bin nervös, ob ich diese auch alle toppen kann. Stellt euch das nicht so leicht vor, also ich arbeite mit Schärfen, wo selbst mir so den Geruch schlecht geht. Ja? Ansonsten, die Moderation bis jetzt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin jetzt, wie gesagt, ein bisschen nervös, ich werde noch ein paar Mal an meiner Top-Player ziehen und werde dann losgehen. Ja? Dankeschön für eure Teilnahme. Heinz Leben, meine Damen und Herren, Mr. Ferrenhofer ist auf der Welt. Drei Freiwillige vor, Sie müssen nicht essen, Sie brauchen nur hier das Ganze mit Argusaugen begutachten. Welcher Mann ist bereit, sich hier als Jury, als Wettkampfbüro mitzumachen, 5 Currywürste zu bekommen? Wir brauchen noch ein männliches Schulden. Da vorne, ja. Dankeschön. So, bitte einmal hier vorne, Gisela schreibt jetzt die Namen auf. Jetzt haben wir 16 Teilnehmer. Wir warten noch ein paar Minütchen auf den 17. So viele Teilnehmer gab es noch nie. Und natürlich brauchen wir auch einen Applaus, meine Damen und Herren, für die Jury. Das ist einmal Petra, hat sich das nicht ergeben, das Currywurst Schärfe den Essen 2012. Ab dem 6. Schärfegrad wird es unmenschlich. Ja, Heinz, bereitet alles vor, meine Damen und Herren. Die Schiedsrichter Petra Kaffe, Marion Gönning und Udo Weizsund beobachten alles ganz genau. Selbst aus Borken, der Böhringer, schaut sich das Ganze an. Sie sehen, das Ganze nimmt immer mehr Kreise an. 14:15 Uhr. Das erste Mittagessen, 16 Teilnehmer, der erste Durchgang. Harry Matthäus hat auch fast alles auf. Sogar das Toastbrot und die leckerste Soße noch auf. Alles frei, liebe Teilnehmer, an die Würste. Das Schälchen muss leer, die Soße muss leer und das Toastbrot muss aufgegessen werden. Meine Damen und Herren, hier läuft der zweite Schärfegrad. Lars Feldmann ist bei der Soße angelangt. Ehren Ornay ist auch fast schon durch. Lukas Ellenburg ebenfalls. Hat auch wieder alles auf. Dominik Ivanovic, Erik Weiß, Jonas Rosen. Christian Becker ist noch. Becher Milch vor sich stehen haben. Keiner. Wir haben Thomas Endorf aus Rotterdam, aus Holland. Wir haben Harry Matthäus aus der Glockenstadt Gescher. Wir haben Lars Kleine Kuhlmann aus Dülmen. Wir haben Lars Feldmann aus Darum. Und von Heinz geht jetzt gereicht. Ja. Harry Matthäus liegt schon, jetzt wird schon scharf. Ja.
Der Jörg Gelling, der ist nicht nur ein Kerl wie ein Baum, der hat alles auf, lutscht die letzte Soße noch mit seinem Toastbrot auf. Scheinen da sich die ersten Geister? Das ist ja eine unheimlich mal Logo für 16 Leute, die Würstgleichzeitigkeit haben. Und ich glaube einfach erfahrungstechnisch, dass jetzt die ersten, ausscheiden. Mr. Currywurst, Heinz Geben, glaubt, dass jetzt die ersten die Segel streichen? Serviert ihr schon die ersten? Erst wenn alle ein Schälchen haben, ist der Wettkampf freigegeben. Einmal durchreichen bitte. So, die Jury bitte ganz genau aufpassen. Der Becher Milch darf erst getrunken werden, wenn die Wurst auf ist, wenn die Soße auf ist und wenn das Toastbrot auf ist. Die Stufe 4. Echte Kerle, echte Frauen genannt. Ja, Markus Wollmann hat jetzt doch ein bisschen zu kämpfen. Opa. David Efing ist gut dabei. Erhard Neuhoff. Jörg Gelling lacht und lacht. Aber ich merke, er schwitzt. Aber ich glaube, nur an die Temperaturen. Ja, alles klar. Jungs, keine Schande, darfst du trinken, selbstverständlich. Hey, ich muss das echt überprüfen. Alles in Ordnung? Jawohl. Kommst du langsam? Dankeschön, Thomas. Deine Interesse halber. Erst wenn alle Teilnehmer das Schälchen haben, darf bekommen werden. Ja, jetzt müssen wir noch warten. Ja, ich habe weniger Arbeit. Stoppern dürft ihr schon, Junge. Einmal, oder wie sagt Jörg immer, lecker, 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 sagt Jörg Gelling. So, ich schaue in die Gesichter. Noch sind sie entspannt. Harry Matthäus hat überlegt. Geht's noch? Es geht noch. Janik Horstmann schwitzt und geht. Das Toastbrot und bis dann darf man den Becher Milch trinken, falls man ihn überhaupt vorher gefordert hat. Lecker! Ja, oh nein, muss noch ein paar Tropfen. Vegetak schafft's auch. Alles auf, Jörg Gering rollen. Sauber? Alles in Ordnung? Nee? Ja, kommt alle. Ja, und Sie alle gehen nach oben, meine Damen und Herren. Ein Zwischenapplaus für die Teilnehmer. 5 Stufen haben die Jungs von Hans Neuendorf erreicht. Ja, ich muss jetzt mal eben die Runde machen. 1, 2, 3. Ich tippe jetzt einfach mal auf 4, wenn die ausschaut. Höllenfeuer, die Stufe 6, meine Damen und Herren. Ab jetzt wird's unmenschlich. Nee, die unterstelle ich da nicht, Jörg. Und der Jörg Gelling schlürft die letzten Sachen. Er hat's auf. Wahnsinn. Er kratzt das letzte aus dem Schild. Aber hier kommt's nicht auf Geschwindigkeit an. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Heinz Geben sagt, 4 Leute sprengen aus. Harry Matthäus kämpft. David Efing ist bei dem letzten Stück. Markus Wollmann ist fertig. Dann einmal einen Applaus für David Efing und Janik Großmann.
Dankeschön! Das war die Nummer 3 in ihrem Wettkampf. Meine Damen und Herren, die letzten 10 Teilnehmer des Glorious Wettessens 2012. Ein Applaus! Lecker, lecker, lecker! Die Stufe 7, meine Damen und Herren. Jetzt wird's ernst. Andreas Necking haut das Ganze weg. Markus Reumann auch. Harry Matthias kennt ein bisschen. Jan Hornheim. Jörg Gemming an der, ja. Ohne mich. Und da vorne Dominik Ivan Hülschau. Darf jetzt dann mich leer machen. Jan Ornay kämpft noch ein bisschen. Birgit Schack genießt. Die Schärfe liegt 2011. Mach ich gleich. Christian Becker. Also Heinz, der schaut echt skeptisch. Ja, also mir war klar, dass sie dieses Jahr ein unheimlich starkes Team hier haben. Aber wir sind auch noch nicht mit dem Niveau von vorher. Und jetzt kommt der Sally, Jerry, alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Nein, das ist die letzte. Sorry. Wo bin ich denn? Dann Harry Matthäus aus dem Block in Stadtgesa. Dankeschön, Harry. Bis zur Stufe 7. Eine tolle Leistung. Die Stufe 8 ist jetzt angefangen. Wer steigt aus? Curry Tempel Spezial 2012. Jetzt geht's. Aber das Lächeln bei Jörg ist auch nicht mehr so da. War schon mal kräftiger. Und jetzt fing er auch mal an zu kleckern. Ja. Genießt auch noch. Markus Bollmann ist beim Schuss. Thomas, alles klar? Mal das geschafft. Junge, tolle Leistung. Jetzt sind es noch 7 Leute. Oh, wir haben noch Willi Tack, die Schärfe kriegt. Genießt noch. Ehren Ohnei. Auch noch. Das hat geil. Thomas, alles klar? Aufschlag! Benjamin, alles klar? Dominik Ivanovic? Wir fragen nicht mehr. Das fährt dieser Baby. Super, noch mit meinem Freundeschlag. Meine Damen und Herren, die 4 Schälchen werden vom Mr. Currywurst 1 geben verteilt. Danke, danke. Das wird aber immer mehr. Und ich sage, das riecht jetzt schon ein bisschen oben wie noch was. Das riecht gut. Das riecht gut. Na, guten Appetit. Alles stark klar? Das Kommando gilt. Lecker, 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 lecker. Die Stufe 9. 1. Andreas, dein Lieblingssoße, oder? Die Stufe 9, meine Damen und Herren. Thomas Elmdorf schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, ob das Zustimmung heißt. Oder... Meine Damen und Herren, bedenken Sie, ab Stufe 7 muss man bei der Zubereitung Handschuhe tragen. Und nur, weil die Dämpfe der Soße die Haut verletzen können. Und diese Leute sind bei der Stufe 9 und essen die Stufe 9. Definitiv. Guter Zauber. Guter. Zweite, das Mecking. Brauchen noch ein bisschen. Aber es kommt nicht auf Zeit an. Es kommt drauf an, die Wurst muss auf, die Soße muss auf und das Toastbrot.
Die Gitarre hatte vorher kein Becher Milch gehabt. Und Jerkeling, der weiß ich jetzt nicht. Jerkeling Nummer 2. Die Stufe 9 erreicht. 50 Liter rein hier. Ein Jahr lang jeden Tag eine Currywurst von Currywurst eine. Und 50 Freikarten vom Parkhaus Nähkasten. Die Gewinnerin, meine Damen und Herren.